Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen oder eine kleine Challenge, wie auch immer, denn ihr kennt bestimmt alle die Wurstbaron-Seite. Da hat Pupsi irgendwann mal was richtig Delikates bestellt als Geschenk für Geburtstag, Männertag, ich weiß es gar nicht mehr. Sie bestellt immer Sachen, es war zu Ostern, genau. Und zwar hatte der Wurstbaron richtig leckere, scharfe Ostersalami. Da stand nicht viel drauf, die sah sehr lustig und bunt aus, weil das einfach schön ein Osterhase war, aber die war richtig schön schmackhaft und richtig scharf. Dann hat sie hier die Gossmaß drin gehabt, 1 Liter Dosen, fertig gemischt schon und alles. Das fand ich richtig genial. Und sie hat diese Chorizo-Wurst bestellt. Chorizo-Wurst extra scharf, 3 Millionen Scoville, Gewürz ab 21 Jahren. Da denkt man sich, das muss ja richtig heftig und brutal sein. Jetzt hatte ich in dem Video schon mal die getestet und habe dann gedacht, ich möchte ein bisschen mehr. Ich bin ja scharfes Essen gewohnt. Und ich wollte mir als Challenge setzen, mal diese Wurst einfach komplett zu essen. Das ganze Ding als Challenge. Das möchte ich heute machen. Aber ich wollte euch unbedingt diesen Artikel mal zeigen, dass ihr seht, nicht ich rede irgendeinen Schmarren, sondern es steht halt wirklich so da. Chorizo-Wurst extra scharf, 3 Millionen Scoville. Entdecken Sie intensiven Geschmack mit unserer extra scharfen Chorizo. Hochwertige Zutaten, authentisches Aroma. Jetzt Chorizo genießen, bestellen Sie noch heute. Eine wahre Spezialität, 3 Millionen Scoville, pikante Chili-Würzung, extra scharfe Salami. Eine echte Delikatesse für Genießer, die es besonders intensiv mögen. Verzehrempfehlung, das ist nämlich genial. Die Chorizo-Wurst sollte nur hauchdünn geschnitten werden und kann unter anderem auf Pizza, zur Brotzeit oder für andere Lieblingsgerichte verwendet werden, um eine einzigartige Note zu verleihen. Alle, die es richtig feurig mögen, ungekühlt, bla bla bla, zum Schutz von Kindern und empfindlichen Personen sowie zur Vermeidung von Haut-, Schleimhautirritation und Augenreizungen, die Wurst stets sicher aufbewahren. Extra scharfe Chorizo-Rohwurst mit 3 Millionen Scoville hier unten. Das Ding kostet 4,99 €. Jetzt wissen wir auch mal einen Preis dazu. Hier unten ist nochmal ein Absatz dabei. Diese Rohwurst ist so scharf, dass wir sie eigentlich erst ab 21 Jahren zum Verzehr freigeben könnten. Die Chorizo-Wurst sollte nur hauchdünn geschnitten und gegessen werden. Vor allem beim Verzehr von größeren Stücken kann ein Rettungswagen in der Nähe nicht schaden. Hier nochmal der Hinweis, diese Wurst ist extra scharf. Hauchdünn, kleine Stückchen. Die möchte ich jetzt mal essen und probieren, ob ich es schaffe, vielleicht die ganze Chorizo-Wurst in einmal zu essen. So, hier habe ich es jetzt vor mir liegen, die Chorizo-Wurst vom Wurstbaron. Steht auch hier drauf, die ist so eingeschweißt, ja. Da steht Wurstbaron Chorizo. Hier sind auch Chilis mit abgebildet. Auf der Rückseite steht nochmal Chorizo. Extra scharf. Die Zutaten kann ich auch vorlesen. Schweinefleisch, Speck, Salz, Dextrose, Gewürze, Gewürzextrakt, ein natürliches Capsicum-Aroma. Ich muss mal gucken, wie ich die jetzt hier am besten rauskriege. Weil das ist halt alles irgendwie so eingeschweißt, verpackt. Hier habe ich gedacht, vielleicht kann man ja einfach diese Hülle mit essen, aber das ist ja Papier, das ist ja hier bedruckt. Deswegen müssen wir das auch irgendwie abkriegen. Der Adi gaunert auch schon wieder hier rum. Und ich denke mal, das ein Problem wird auch einfach sein, die Masse. So eine ganze fettige, extremige Chorizo-Wurst zu essen, ist ja schon mal ein Ding für sich. Ich schneide jetzt erstmal die Hälfte von der Wurst ab. Versuche hier irgendwie die Schale, ja, kann man es Schale nennen, ich weiß es nicht. Ich schneide jetzt hier einfach mal so durch. Das erstmal abzubiebeln, das irgendwie essen, zu gucken, dass der Adi mir nicht in die Quere kommt, weil der hier rumgeistert. So, es ist auf jeden Fall schmierig, es ist fettig, es ist richtig eklig, aber... Ich muss das eigentlich alles One-Take lassen, dass ihr seht, dass ich nicht einfach die Wurst dann austausche oder irgendwas anderes nehme. Dass ihr seht, das ist diese Wurst. Ich werde es wahrscheinlich verschnellern, im Schnelldurchlauf dann irgendwie durchzimmern. Aber das kommt weg. Und das ist jetzt die Hälfte. Ich habe hier auch
Brötchen, damit es halt auch ein bisschen nach was schmeckt, weil Brötchen und Knacker, das passt. Die einfach nur so essen, weiß ich nicht, ob das dann irgendwie eklig ist auf Dauer. Einfach nur die Salami. Wir beißen jetzt erstmal rein, kurz nochmal den Geschmack aufnehmen. Diese ganzen Fettklumpen, Fettaugen tun sich überall zwischen die Zähne, die Zahnzwischenräume schieben und hängen. Aber es ist wirklich mega wurstig, scharf. Es steigt gerade alles auf, es geht gleich alles hier in den Hals. Also die hat wirklich ordentlich Bums und die versuchen wir jetzt mal diese Hälfte komplett zu essen. So ein Stückchen ist noch übrig. Das war dann die Hälfte. Wir schälen mal noch die andere Hälfte. So, das mit dem Schälen, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Das ist jetzt wieder der komplizierte Teil. Statt das einfach nur zu essen. Mann! Ich weiß noch, damals als Pupsi das erste Mal, wir hatten ja zwei von diesen Chorizo-Würsten, als Pupsi das erste Mal damals von der Chorizo-Wurst probiert hat, hat sie ein kleines Stückchen abgemacht und gesagt, oh mein Gott, wer soll das essen, sind die verrückt, das ist so scharf. Ich habe seitdem immer mal wieder ein Stückchen probiert von der anderen und jetzt habe ich gedacht, ich probiere die einfach ganz zu essen. Ich esse immer scharf, das ist also nicht, dass ich irgendwas Sinnloses, Unüberlegtes mache. Wenn ihr gar kein Schaf abkönnt, dann wird es sicherlich für euch die Hölle sein. Richtig brutal und extrem. So, jetzt haben wir die zweite noch übrig. Die zweite Hälfte von diesen schmierigen, fettigen Wurstbrötchen brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Wo es natürlich besser geschmeckt hätte. Jetzt zweite Hälfte. So, das ist jetzt das letzte Stückchen, was übrig ist von der kompletten 3 Millionen Scoville Chorizo sehr scharfe extra Wurst. Ich habe heute noch kein Frühstück gemacht, ich habe noch keinen Mittag gemacht, alles auf nüchternen Magen. Ich kenne die Wurst ja schon ein bisschen, deswegen habe ich mir das jetzt so zugetraut und ich muss sagen, es ist okay, für mich ist es wirklich okay. Ich kann verstehen, dass manche sagen, es ist ihnen zu scharf, aber ich finde die wirklich genial, ich finde die lecker, die würde ich auch nochmal kaufen. Wir hatten wie gesagt zwei, ich habe die beiden fast komplett alleine gegessen, sie ist scharf, der Mund brennt, der Rachen brennt, man schwitzt, es ist, der Kreislauf ist auf jeden Fall aktiviert. Aber gleichzeitig ist sie trotzdem auch mega wurstig, mega lecker, richtig Chorizo, extra scharf. Dass sie 3 Millionen Scoville hat, glaube ich jetzt nicht, aber sie ist auf jeden Fall scharf, schärfer als das meiste, was du so normal im Handel kriegen kannst. Ich würde sagen, ich habe die Challenge bestanden. Wenn ihr Bock habt, probiert halt mal beim Wurstbaron die 3 Millionen Scoville Chorizo Wurst. Macht euch ein Stück ab und guckt mal, ist es für euch scharf oder nett.
das ist fake und ich habe die Wurst gegessen und die ist gar nicht scharf oder ist die so scharf, dass man die gar nicht essen kann. Könnt ja selber mal probieren, wenn ihr gern Chorizo esst oder Wurst. Oh. Und sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Adi, Schatz. Guck mal. Adi, Schatz. Das hast du aber fein gemacht. Mich wundert, dass er auch nicht hier an die Wurstpelle ran ist. An die dreckige, gammelige Wurstbaron Chorizo Wurstpelle.